was soll das denn? Das ist doch schon wieder so ein Trash-Intro. Ich gehe einfach. Tschüss. Dachtet ihr wirklich, ich gehe, Freunde? Das dachtet ihr wahrscheinlich, denn ich würde wirklich gehen, wenn ich mir hier so eine Scheiße anschauen muss. Aber ich bin wieder da und ich habe hier den Flex-Schrank. Ultimate Flex, Freunde. Freunde, guten Tag, ich bin wieder am Start. Yay. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von dem Typen, der hier gerade weggerollt ist, nämlich mir. Was geht ab, Freunde, was geht ab? Ich bin wieder da, ich bin back im Game. An diesem wunderbaren Sonntag, meine Freunde, wenn ihr das Video seht, weiß ich immer noch nicht, ob es dieser PC endlich mal in die Wohnung geschafft hat. Denn, ihr seht hier immer noch, alter Hintergrund, langweilig. Aber ich kann euch schon mal ein was sagen, bei meiner neuen Wohnung wird auch ein Kleiderschrank im Hintergrund stehen. Der ist allerdings nicht so verschlossen wie hier, sondern das ist so ein offener Kleiderschrank. Deshalb muss ich dann dafür sorgen, dass da echt ein bisschen, dass es da echt ein bisschen aufgeräumt ist. Aber ich werde da so coole Lichter drum machen, so Philips Hue-Lichter, wenn ihr das kennt. So, die dann leuchten dann so, die sind so bunt. Und ich glaube, das könnte ganz cool im Hintergrund aussehen. Vielleicht nervt's und fuckt's uns einfach auch nur extrem ab. Dann sage ich direkt tschüss. Tschüss. Tschüss, Freunde. Ihr habt den Titel gelesen, hoffe ich. Ich hoffe, ihr habt ihn gelesen. Und ihr habt gelesen, dass es heute wieder die 5-Minuten-Challenge gibt. Und oh mein Gott, das ist absolut krank, in 5 Minuten einen Sim in die Sims 4 umzugestalten. Freunde, da habe ich aber jetzt schon wieder keine Lust und würde am liebsten direkt schon wieder gehen. Aber ich habe halt Bock für euch Videos zu machen. Ich habe richtig viel Spaß aktuell dran und ihr geht so krass in den Kommentaren ab. Ihr geht so krass ab, was Likes angeht oder im Allgemeinen auch, was Instagram angeht. Ihr geht so ab, obwohl ich nicht mal gerade aktiv bin auf Instagram, außer so Stories. Folgt mir gerne auf Instagram. Ich würde sagen, wir haben hier jetzt genug gelabert am Anfang. Wir haben wirklich sehr, 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 sehr lang gelabert. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt rein ins Game, denn wir haben hier eine wunderschöne Dame und ich will die euch gar nicht vorenthalten. Okay. Los! So, hier sind wir im wunderschönen Die Sims 4 Spiel mit Janet Pauls, die geile Schlange. Sie sieht sehr süß aus, Freunde. Ich habe sehr Angst. Bitch, wie soll ich das denn schaffen in 5 Minuten, Alter? Zum Glück, Freunde, zum Glück, jibbet hier noch, gibt's hier nicht noch eine No-Mistake-Challenge, denn ich glaube, 5 Minuten und Make-No-Mistake habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Aber das ist der absolute Hass. Es ist wirklich der absolute Hass. Und sie sieht auch wunderschön aus. Und möchte ich einfach sagen, toll, die heirate ich. Leute, die Nina hat mir gerade eine Audio geschickt. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb spielen wir sie mal ab. Hallo an alle Nico-Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Video. Ich hoffe, es ist nicht, dass Nico macht betrunken irgendwelche Sims-Videos. Leider nicht. Ja. Grüße geht raus. Auf Wiederhören. Tschüss. Die Nina, Freunde. Abonniert sie, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn sie ist eine sehr tolle Person und ich freue mich schon, wenn wir jetzt bald irgendwann mal wieder in einem Taco Bell sind, Freunde, denn dann geht die Party hier ordentlich ab. So, zurück zum Spiel, falls ihr euch einen Sim runterladen wollt, den ich hier habe, Nea Liebe hat ihn hochgeladen, gönnt ihn euch. Und jetzt würde ich sagen, starten wir den Timer und ich habe sehr, sehr, sehr große Angst, denn ich habe 5 Minuten für das hier. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott! Es geht los, es geht los. Okay, gib mir irgendwas Schönes. Oh mein Gott, es gibt gar nichts Schönes. Alter, sie sieht... Oh mein Gott, wie soll ich das denn retten? Hallo? Okay, ich krieg's hin, Leute. Ich krieg das hin. Ich kann das easy. Guck mal. Vielleicht kann ich's doch nicht. Oh mein Gott, ich heul gleich. Ich heul halt wirklich gleich. Hilfe. Hilfe. Wie funktioniert denn Sim? Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie sieht halt noch mehr aus wie ein Unfall, Leute. Ich kann hier halt nichts dran ändern. Sie sieht halt einfach wirklich kacke aus jetzt schon. Okay, wir versuchen den Kopf mal ein bisschen kleiner. Oh, sie sieht aus wie ein Mensch, der nicht von dieser Welt ist. So alienmäßig finde ich. Was habe ich jetzt gemacht? Warum hat sich das ganze Gesicht direkt verschoben? Leute, ich verstehe hier wirklich gar nichts und ich verstehe auch nicht, wie ich hier irgendwas mache in die Sims. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wieso... Ja, 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 es macht mir so viel Spaß. Es macht mir einfach wirklich sehr viel Spaß. Hier, so. Wunderschön, Freunde, wunderschön sieht dieser Sim aus. Kann ich hier wieder ein bisschen breiter? Ich habe halt das Gefühl, das bringt halt absolut nichts. So, er sieht halt immer noch total kacke aus, dieser Sim. Und auch dieses ganze Gesicht, das sieht irgendwie so aus wie ein Fisch. Dieser Sim sieht einfach aus wie ein
gigantisch. Und diese Wangen sind auch riesig und das hier und das ist nicht riesig und das Kinn ist irgendwie da, aber irgendwie muss es eigentlich weg. Was passiert in diesem Spiel? Oh mein Gott, Leute, ich heule halt gleich, ich heule halt gleich, ich heule hier wirklich. So, wir machen hier ein bisschen schmalere Lippen. So, ein bisschen lächeln. Oh, guck mal, sie sieht schon mal ganz sympathisch aus, würde ich sagen. Man kann sich hier nämlich unterhalten. So, dann will ich das hier mit den Augen. Die Augen gehen halt irgendwie gar nicht. Irgendwas ist hier schief gelaufen, würde ich sagen. Ich weiß nur noch nicht so genau was. Aber vielleicht, wenn wir hier Hautdetails ra- Ich dachte, es wird besser, Freunde. Aber nein, sie sieht noch mehr aus wie ein Unfall. Toll, aber sie kriegt erstmal Lashes. Oh mein Gott, das sind ja riesige Lashes. Sie sieht irgendwie aus wie eine Drag Queen gerade so ein bisschen. So ein kleines bisschen, Freunde, oder? Ich finde, gerade gibt es mir so ein bisschen Drag Queen Vibes. Ich finde das ja sehr, sehr geil. Ich liebe ja auch so RuPaul's Drag Race und alles. Und ich bin sehr gespannt in Deutschland. Soll... Ich weiß gar nicht, was wir hier für eine Haarfarbe geben. In Deutschland soll dieses Jahr noch hier... auch so ein Drag starten, so ein Drag-Contest und ich bin sehr gespannt, wie Deutschland das macht, denn das kann nur Trash werden. Oh mein Gott, sie sieht einfach aus, sie sieht aus wie ein Fisch und hat, sieht aus, als hätte sie gar keinen Bock mehr zu leben. Ich habe vor allem echt ein bisschen Angst, dass die Zeit gegen mich ist, denn ich sehe die Zeit nämlich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Video geht und irgendwie finde ich hier auch gerade keine wirkliche Frisur, wo ich sage, hey, damit siehst du cool aus. Ich habe ein bisschen Angst vor ihr, aber es geht, oder? Ich würde sagen, es geht. Komm, wir gehen mal ganz schnell zu ihrem Körper und versuchen den normal zu machen. So. Ja, okay. Ich weiß nicht. Oh Gott, sie sieht ja gerade ganz komisch aus. Also ich irgendwie mir auch hier so ein bisschen... Kann ich ganz kurz schnell hier alles wegmachen? Freunde, die Zeit... Oh mein Gott, sie sieht einfach aus. Die Zeit rennt. Die Zeit rennt, Freunde. Oh mein Gott. Ja, das ist okay. So schlimm sieht sie nicht im Gesicht aus, Freunde. So schlimm sieht sie nicht aus, oder? Bitte sagt nicht, dass die so schlimm aussieht. Bitte. So, jetzt brauchen wir hier noch schnell ein Oberteil. Können wir hier nicht einfach sowas Basic-mäßiges nehmen? Ich weiß es nicht. Können wir das nehmen? Können wir irgendwas Freizügiges nehmen? Sollen wir irgendwas Freizügiges nehmen? Okay, der Struggle ist doch realer, als ich gerade dachte. Oh Gott, Leute, kann mir bitte mal jemand sagen, wie viel Zeit ich noch habe? Kann ich hier... Das ist ein komisches Outfit. Ich hasse so Hosen zu finden. Finde ich hier so schwierig, weil ich finde nie coole Hosen. Und ich habe auch nicht wirklich coole Hosen, wo ich mir so denke, hey, das ist eine coole Hose. So, das denke ich mir bei sehr wenigen Hosen. Und ich habe dann immer nur so Basic-Sachen. Und dann denke ich mir halt auch so, muss das sein? Eigentlich nicht, ne? Also wirklich, eigentlich habe ich da dann nicht so Bock drauf. Aber halt hier, also das ist halt cool, so... Das ist halt wirklich cool. Gibt es auch in schwarz mit so Stickern? Ja, gibt es hier. Daneben wahrscheinlich. Ah, nee, das ist braun. Aber die sieht halt so aufgemalt aus. Die Hose sieht halt aus wie so Bodypainting, finde ich. Ich finde, die sieht wirklich aus wie Bodypainting. Und deshalb, so der Rest, den es hier halt gibt, das sieht halt so ein bisschen, das sieht mir halt so ein bisschen zu real aus. Oh, ich mache einfach mal Make-up noch, Freunde. Wir machen mal hier noch schnell Make-up. Oh mein Gott. Oh mein Gott, können wir hier was Cooles machen? Also so ein bisschen, oh, wollen wir wirklich so ein bisschen ins Drag-Game gehen? Ich weiß es nicht. Ich so Mental Breakdown, ich denke mir so, die Zeit läuft wahrscheinlich schon richtig ab. Wollen wir so richtig crazy sein und hier sowas machen? Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es halt nicht, es sieht halt, oh mein Gott, da kann ich erstmal kurz Lippenstift machen, so ein bisschen. So, schon so rote Lippen, aber kann ich das hier vielleicht noch ein bisschen... Was? Oh mein Gott, wenn ich das höre, dann kriege ich direkt hier Aggressionen, weil... Oh Mann, das wollte ich nicht. Ich wollte es eigentlich mal in schwarz sehen. Sieht genauso scheiße aus. Ja, toll. Dankeschön. Oh mein Gott, mein Sim sieht jetzt einfach aus wie der größte Clown auf... Oh mein Gott, diese Ugly to Beauty Challenge ist einfach eine Ugly to... Bisschen Beauty Clown geworden, Schrägstrich. Aber auch irgendwie so, es war so ein bisschen der Drag-Look da. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich manchmal, glaube ich, ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Und ich dachte mir so, ach, 5 Minuten, so schnell vergeht das nicht, Freunde. So schnell vergeht das nicht. Anscheinend vergeht es doch schneller, als ich dachte. Und ja, die Haare sind ganz cool, muss ich sagen. Ihr Gesicht ist ganz okay, muss ich, ist okay. Ihr Make-up, ich glaube, das hätte cool aussehen können. Wirklich, ich hätte gerne so sehr viel, sehr krasses Make-up gemacht. Deshalb bin ich auch auf die Sachen gegangen hier. Wo war es denn jetzt? Hier. Deshalb bin ich auch auf sowas gegangen oder hier unten auf das, weil ich mir das einfach mal anschauen wollte. Aber durch meinen Mental Breakdown habe ich es dann nicht mehr geschafft, um zu switchen. Die Cowboy-Schuhe sind auch komplett hässlich, aber wir können sie uns gerne mal vorher anschauen.
Vorher sah die gute nämlich so hier aus und ich muss sagen, es ist ein kleiner Glow-Up. Es ist eigentlich schon ein großer Glow-Up. Also sie sieht eigentlich echt gut aus, muss ich sagen, dafür, wie sie vorher aussah. Aber ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Look, mit allem. Oh mein Gott. Einfach nur furchtbar, Freunde. Einfach nur furchtbar. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin absolut durch mit meinem ganzen Leben. Ja, schön. Janet Paws. Toll. Toll siehst du aus. Ja, Freunde, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Denn das war's jetzt mit dem heutigen Video. Heute an diesem wunderbaren Sonntag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr startet gut in die nächste Woche. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns die nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht genau wann. Denn ich habe übrigens WLAN in der neuen Wohnung. Also ich habe jetzt Internet in der neuen Wohnung. Und wenn mein PC mitkommt, weiß ich noch nicht genau, ob ich mir entweder halt so einen WLAN-Stick hole oder ob ich das halt per LAN-Kabel mache. Ich muss mal schauen, wie das am besten für mich ist und dann werden wir weitersehen, dann werden dann vielleicht auch bald Videos aus der neuen Wohnung kommen, das wird sehr, sehr, sehr verrückt. Ich werde euch noch einige Sachen aus der neuen Wohnung vorstellen, meine Freunde, und ja, ich würde dann sagen, das war's für heute, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.